Wir machen weiter mit unserem Civilization Fans auf Twitch und auf YouTube. Das seid ihr und mit WB, das bin ich. Und mit unserem Stream oder unseren Videos, die dabei entstehen. Ein Heureka für den Schiffsbau. Vorletzter Zeitalterpunkt für ein Heldenzeitalter. Ein Heureka für die Kartografie und Heldenzeitalter freigeschaltet. Punktlandung. Zwei Runden vor dem Wechsel. Heldenzeitalter. Heldenzeitalter. Jetzt wird es auch spannend. Wir haben das Heureka bekommen für die Kartografie. Wo ist sie? Oh nein. Hier hinten. Erst ab dann können wir in den Ozean. Mitte der Renaissance. Zweite Hälfte der Renaissance. Da ist die Kartografie. Erst ab da können wir über Ozean und in die neue Welt. Oh Gott, wie furchtbar. Da müssen wir schnell noch ein bisschen... Das ist echt heftig. So, Galeere fertig. Nächster Schritt. Also Stadtmauern geht schnell mal zwischendurch. Das kann man mal machen. Eine Tiefe ist natürlich jetzt schon den Regierungsplatz erstmal abschließen. Wir wollen ja einen weiteren Titel bekommen. Hier bekommen wir allerdings auch einen. Zwei Annehmlichkeiten und vier Wohnraum hier der Stadt mit Gouverneur. Sollten wir machen. Eine Audienzsaal schnell bauen, ja. Kann man den kaufen? Ich glaube nicht, nein. Hafen fertig, nächster Schritt, Stadtmauern zu Ende bauen oder Leuchtturm. Wohnraum hier wird in Kürze, in 10 Runden wird das kein Problem mehr sein. Den können wir auch nachher kaufen. Wir wollten Siedler eventuell nachher kaufen. Wir bauen mal die Stadtmauern, weil Liang gibt uns hier unten, wenn der hier fertig ist, in 10 Runden bekommen wir hier oben sowieso 4 Wohnraum mehr durch Liang. Das hat Zeit. Dieser Zeit. Ich baue erstmal die Stadtmauer, weil ich ein ungutes Gefühl habe. Hier ganz im Norden, wenn Barbarenschiffe kommen, haben wir echt ein Problem. Ich hätte sogar eigentlich hier gerne Stadtmauer, aber der Audienzsaal ist wichtiger. Diplomatenviertel hat, muss noch zu, braucht noch Zeit. Wir haben hier nicht so viele, bislang wenig Bürgerpunkte. Jeder neue Stadtbezirk, den wir bauen, geht voll in das Limit für die Bezirke rein. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Ob wir hier siedeln wollen. Oh lala. Ja, natürlich. Hier die Stadt, aufs Hügelfeld drauf, Produktion bekommen wir, Nahrung bekommen wir, was Wasser. Hier eine Mine, pardon, hier ein Sägewerk drauf, bringt uns plus 5 Produktion von hier. Das sind Perlen im ersten Ring, Perlen im dritten Ring. Wir setzen einen Hafen hier hin, neben die Stadt. Nachbarschaftsbonus durch die Stadt plus 2. Und plus 1 durch jede Ressource daneben wäre also 4. Die Perlen wären sehr wichtig, um eine Industrie zu bekommen. Eine Perlenindustrie bringt uns... Ich habe so einen Spickzettel, da gucke ich mal drauf. Plus 25% Glaubensgewinn vor Ort. Das heißt, dann bräuchte man eigentlich hier eine heilige Stätte, die nutzt uns wenig. Aber man könnte da auch später vielleicht ein Werk, also eine Marke produzieren, die man dann dahin bringt, wo man wirklich Glauben produziert. In der Mitte siedeln geht natürlich auch, richtiger Hinweis, aber bei den Loyalitätsproblemen, die wir im Moment haben, geht das nicht. Wir könnten gucken, ob wir das später machen, nach dem Wechsel ins goldene Zeitalter, mit einem Gouverneur vor Ort. Das wäre natürlich dann noch besser, ja. Also das ist Option 2. Wenn das loyalitätsmäßig klappt, hierhin.
Das wäre die nächste Option. Eins von den beiden. Ja? Dann würden wir den Hafen hier oben hinsetzen. Wir gucken mal. Das ist die zweite Galeere. Mit der fahren wir mal hier lang. Und in Zeitalterwechsel in zwei Runden. Mit dem können wir mittlerweile jetzt auch aufbrechen und entweder zum Reparieren nutzen oder den Bau der heiligen Städte beschleunigen, indem wir hier rodern. Ich glaube, ich würde hier eine Mine hin. Achso, roden kostet einen Punkt. Theaterplatz wird eine Weile dauern. Wir setzen hier eine Mine drauf. Auf das Feld hier. Wir könnten auch hier oben die Maisressource anschließen. Im Augenblick haben wir zwei. Im Augenblick haben wir zweimal einen halben Wohnraumpunkt durch die beiden Modernisierungen. Das gibt ein weiterer halber. Aber ich finde die Mine hier eigentlich spannender. Das wird uns einen guten Produktionsboost hier geben. Ich frage mich gerade, ob das ein Heureka auslöst. Aber ich glaube nicht mehr, ne? Ich glaube, das ist vorbei. Nein, nicht aus Vulkanfeld. Wir haben mal gerade ganz viel drüber diskutiert. Ist einfach nicht böse. Will ich nicht schon wieder. Das wäre auch nicht die dritte Mine. Das gibt auch nochmal eine Heureka. Das ist, glaube ich, die erste, ne? Verteidigung ist besser als Opulenz. Mausoleum von Halikarnassus kann man jederzeit bauen. Auf Küstengeländefeldern. Aber das ist, und damit können wir Stadtmauern schneller bauen. Da sollten wir uns mal kurz überlegen. Denn, und vom Audienzsaal mal kurz auf Stadtmauern umsteigen. Für wie viele Runden? Für eine. In einer Runde ist, glaube ich, nochmal Zeitalterwechsel, weil wir die allein schon die Joker-Karte drin haben, die man dann nicht mehr nutzen kann. Wir können für eine Runde auch was anderes einschieben. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Würde ich nicht machen. Wir lassen mal eine Runde lang das hier weiterlaufen. Spieleunterholung, Unterhaltungskomplex, Gesandter, Theaterplatz. Gilden. Ein Gouverneurstitel. Mehr große Händlerpunkte. Allianzen. Das wäre cool. Wenn wir jetzt mit allen Allianzen abschließen würden, dann könnten wir ganz tolle... das wäre hilfreich. Das könnten wir sofort machen. Bevölkerung einer Stadt muss auf 10 wachsen. Hier sind wir bei 7. Da sollten wir noch einen Moment warten. Da kriegen wir das Heureka hinterhergeschmissen. Ob wir jemals ein Wunder haben? Bauen wir jetzt einen Unterhaltungskomplex? Ich glaube nicht. Die Gouverneure geben uns erstmal genug Annehmlichkeiten. Theologie... Damit wir einen Tempel gleich bauen können, nach einem Schrein, auch in der heiligen Stätte, die wir noch nicht haben, brauchen wir erstmal einen Schrein. Der Gesandte, der ist im Augenblick auch egal, das würde unsere heilige Stätten Nachbarschaftsbonus verdoppeln. Das wäre natürlich auch sehr spannend im Moment. Die einzusetzen, zu kombinieren mit der Campuskarte, die wir haben, hier vorne. Statt der einen Produktion, das wäre, wenn der fertig ist, in 6 Runden. Plus, dann hätten wir 4 Glauben mehr. Das wäre eine echt coole Option. Das kann man machen, ja. Schönen guten Abend. Grüßt mal alle den Andi. Andi ist ganz neu hier. Liebe Grüße an Andi. Bitte mal alle dem Andi ganz freundlich begrüßen. Der ist zum ersten Mal hier. Ein paar Blumen bitte für Andi. Wäre mir ein Vergnügen. Bitte. Andi Waus B. Servus Andi. Die sind alle für dich. Im Ernst. Sollen wir das mal... Religion kriegen wir eh nicht mehr.
Da müssen wir uns aber sicher sein, dass wir die Karte auch benutzen und zum Beispiel nicht die Karte, mit der wir mehr Gold für Handelswege bekommen oder Siedler schneller bauen können oder die Produktionskarte. Wir machen das mal. Das lockt mich gerade. Oder Theaterplatz hier, denn wir können einen Bezirk bauen. Das könnte dann in 9 Runden hier der Theaterplatz sein. Wir brauchen dringend Kultur. Sowas von dringend Kultur. Wir gehen auf den Theaterplatz. Das ist einfach naheliegender. Ein Gouverneurstitel. Jetzt holen wir uns... Wir brauchen einen Gouverneur oder eine Gouverneurin für Bulpe. Führt hier ein Handelsweg durch. Durch die Stadt. Wege in meine Städte. Von Hongkong führt einer nach Bultopia hier links. Das ist egal. Das wäre nämlich ein Vorteil für Rainer. Handelswege, die hier enden, geben der Ausgangsstadt plus 2 Nahrung. Mit der Begründung könnten wir Magnus nach Bultopia schicken und Pengala rüberschicken nach Bulpe. Das Problem ist bei Pengala. Pengala produziert halt pro Bürgerpunkt einmal Kultur, einmal Wissenschaft. Wir könnten... den nachher runter befördern, aber wir gehen ja erstmal in die Breite. In der Stadt ausgebildete Siedler brauchen keine Bevölkerungspunkte. Ich habe eine Idee, wir wollen den Siedler doch kaufen. Nee, wir kommen erstmal nur einen Titel. Wir nehmen mal Moksha. Wir nehmen Moksha und schicken Moksha da unten in die Ecke. Pardon, Magnus. Ich sag die ganze Zeit Moksha, ich meine Magnus. Kommt hier die Mine hin? Das Sägewerk hat mehr gegeben, aber ich will einen Theaterplatz bald bauen. Wobei das erst ab dem 7. Bürgerpunkt geht. Dann haben wir eine weitere Möglichkeit. Annehmlichkeiten. Geht so. Wird aber gleich explodieren, in dem Augenblick, wo wir hier den Audienzsaal fertig haben. Stimmt, richtiger Hinweis im Chat. Der Audienzsaal wird fertiggestellt. Stimmt. Gibt uns Tom Thompson gut hin darauf, dass darauf hinweist, einen weiteren Regierungsplatz. Jetzt können wir für eine Runde nochmal wechseln, aber das ist irgendwie... Ich wüsste nicht was. Wir könnten für eine Runde mit Geld uns irgendwo ein Geländefeld kaufen. Und für eine Runde, denn gleich wechselt das hier nochmal. Wenn wir irgendwas uns partout kaufen wollen, dann jetzt. Dann soll ich dann sagen, wir brauchen das Minenfeld hier zwingend. Wir können hier neben Bathieu noch das hier oben kaufen für 125. Aber ich glaube, wichtiger wäre, stellt euch vor, wir würden hier den Siedler nicht bekommen. Weil wir das Geld gerade am falschen Ende sparen. Also am falschen Ende ausgeben, das würde ich nicht machen. Wir wollen schnellstmöglich einen Siedler haben und den werden wir wohl kaufen. Das sehe ich jetzt nicht. Ja. Ich würde alles so lassen, wie es ist. Schauen, ob wir hier unten noch neue Küsten entdecken. Ich natürlich nicht. Und nochmal eine Runde weiter. Mal schauen, wo es uns hintreibt, in welche Abenteuer. Zeitalterpunkte. Gibt es nur einmal, Wuxing? Worauf bezieht sich die Frage? Meinst du wegen den Triggern, die dir auslösen? Immer nur einmal. Hm,
ist Zeitalter, Mittelalter. Mathieu, ja, jetzt haben wir ein glorreiches Zeitalter. Und was für ein Heldenzeitalter. Der hat die ganze Zeit auf uns runtergeguckt. Die hatte ein goldenes, wir hatten ein dunkles. Jetzt hat sie ein dunkles und wir haben nicht nur ein goldenes, wir haben ein Heldenzeitalter. Nimm das, Mathieu. Aber sie lächeln uns noch an. Reich ist nicht, wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. Banza, diplomatisch wie du bist, fasst du die Situation gegenüber Mathieu in dem freundlichen Satz zusammen. Edge! Ja, Banza, du hast recht. Hast du sehr diplomatisch geschickt formuliert. Wir können Industrien erschaffen mit Handwerkern. Dafür brauchen wir Minimum zwei gleiche Luxusgüter. Die brauchen wir. Und wir produzieren dann einen großen Händlerpunkt. Und die werden gebaut auf dem Luxusgute drauf. Darauf werden die gestellt. Und geben noch Basiserträge drüber hin. Handelszentrum, Baubar und Markt drauf. Im Chat wurde eben darüber diskutiert. Die Idee kam, glaube ich, von Norfbaum, zuerst den Unterhaltungsbezirk zu bauen. Dann den Theaterplatz mit der Begründung, dass das dann ein prächtiger Theaterplatz ist und extra Zeitalterpunkte bringt. Ja, kann man machen. Aber wir brauchen ganz, ganz schnell die Kultur. Ganz schnell. Die der Theaterplatz gibt und die Gebäude darauf, um möglichst schnell reinzukommen. Ja, einfach in die Zukunft, um uns die Zukunft zu katapultieren. Wir hinken ganz schrecklich hinterher. Und das ist, glaube ich, noch wichtiger als hier, ob man ein goldenes Zeitalter bekommt oder ein normales. Finde ich persönlich. Widmung. Ja. Oh, Perikles hatte auch ein goldenes, Teddy ebenfalls, Mathieu nur ein normales, Wilfried auch unter Maraden dunkles. Heldenzeitalter, drei Widmungen. Also, wir uns die drei, mal nachgedacht. Freie Forschung. Der Nachbarschaftsbonus von Hafenbezirken und Handelszentren gibt auch Wissenschaft. Und unsere Heurekas geben uns nicht nur 40, sondern 50% der Tech-Kosten. Dann Stift, Pinsel und Sonne, das Gleiche. 10% mehr geben die Eingebungen, die Boosts für die Freischaltung von kulturellen Forschungspunkten. Und wir bekommen eine Kultur für jeden Spezialdistrikt, den wir gebaut haben. Also nicht Aquädukt und so Sachen, aber die Spezialdistrikte. Damit können wir Siedler billiger kaufen, das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen Siedler jetzt kaufen mit Gold. Man kann sie sogar mit Glauben kaufen. Das geht normalerweise nicht. Jetzt kann man sie mit Glauben kaufen und es ist noch billiger. Und der Handels, die heilige Stätte, die wir gerade errichten, da könnten wir die Glaubenspunkte, die dadurch entstehen, ausgeben, um Siedler zum Beispiel billiger zu kaufen. Das hier würde uns bringen, der Exodus der Evangelisten, wir bekommen ja keine Religion, das schminken wir uns jetzt schon mal ab. Das, der einzige Vorteil dadurch wären 4 Glaubenspunkte pro Runde, weil die 4 großen Prophetenpunkte, die würden, ach so, dann könnten wir vielleicht doch eine Religion bekommen. Weil die letzte Religion ist, glaube ich, noch nicht da. Und wir hatten eben nachgeguckt und hatten festgestellt, das können sich nur noch die Georgier holen. Die haben allerdings schon 30. Und die haben ein dunkles Zeitalter. Die produzieren wahrscheinlich keine Glaubenspunkte mehr. Höchstens, also 3,4 pro Runde, die werden die weiter produzieren. Wir würden erstmal auch nur 4 produzieren. Wir könnten den aber kaufen vielleicht nachher. Aber dann müssten wir wahrscheinlich zusätzlich noch als Joker-Politikkarte die Offenbarung einsetzen. Hätten wir plus 6. Soll man das versuchen oder meint ihr, wir schaffen das nicht? Und wenn die heilige Stätte gleich steht, bekommt noch ein Zeitalterpunkt drauf. Dann sind wir bei 7. Und falls wir den Schrein und nicht den Siedler kaufen, aber das finde ich echt riskant, wären wir bei 8. Aber, die KI kauft auch gerne mal mit Gold große Persönlichkeiten ein. Und wir müssten also dann die ganze Zeit mit Tamar Handel treiben und ihr irgendwas verkaufen, damit sie nicht das Gold hat, um sich den zu holen. Und wie viel Gold hat sie im Augenblick? 167. Wir müssten ständig mit ihr irgendwelche Deals abschließen.
Und nach Möglichkeit müssen das absolute Summen sein und keine ründlichen. Da müssen wir uns ganz sicher sein. Wir müssen die ganze Zeit ihr das Geld aus der Tasche ziehen. Das müssten wir permanent machen, Runde für Runde. Und dann könnte es klappen. Und wir müssen mit dem Geld, das wir von ihr bekommen, das würden wir dann reinvestieren. Wir haben jetzt schon 411,40 jede Runde produzieren wir, um dann den Rest hier zu kaufen. Die Heilige Stätte wird fertig in 5 Runden. Kann man das irgendwie beschleunigen? Nein. Da gibt es keine... Nee, nicht. Können wir nicht beschleunigen. Produktionsfokus gibt einen mehr hier oben. Aber das ist irgendwie Quatsch. Lieber hier oben den nächsten Bürger schnell. Die kann den Propheten auch mit ihren Glaubenspunkten kaufen. Das wäre auch möglich. Und die können wir ihr nicht abluchsen. Und die hat 406. Und das ist unfassbar viel. Und dagegen können wir nichts machen. Kostet noch 750. Die könnte in jeder Zeit sogar kaufen. Die könnte in jeder Zeit kaufen. Und was noch dazu kommt, wenn wir eine andere Religion haben als Dr. Perversicles zum Beispiel. Wir wollen uns ja mit unseren Nachbarn gut stellen. Ja, das Judentum, das ist auch nicht so toll. Und wenn er uns missioniert, könnten wir Kathedralen bauen. Da könnten wir auf unserer heiligen Stätte zum Beispiel religiöse Werke ausstellen. Das ist die Glaubenslinse. So allmählich werden wir konvertiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Was sind denn bislang an Glaubenssätzen? Was haben die sich an Glaubenssätzen geholt? Haben sie sich den... Ja, das ist schon weg. Schrein und Tempel bringen Kultur gleich ihrem Glaubensertrag. Es gibt später noch welche, die uns einem mehr Kultur bringen, aber... Und mit den Glaubenspunkten, die können wir auch ausgeben für ganz andere Geschichten. Die können wir später ausgeben für Dinge, die uns helfen beim Kultursieg, wie Rockbands zum Beispiel oder Naturforscher kaufen, die dann Nationalparks bauen und so. Ich bin mir nicht sicher, ob das wäre so aus eigenem, so aus Trotz heraus, alles auf eine Karte setzen. Wir lassen es mal sein. Wir machen die drei Sachen hier. Es kann sein, dass wir jetzt mit Glauben sogar eventuell mal einen Siedler kaufen, wenn wir gleich viel entdecken würden. Aber es ist kein Muss hier. Die drei Sachen machen wir. Alles klar? Nickt ihr mir das ab? Ich glaube ja, ne? So machen wir das. Staudämme bauen, Hagia Sophia. Eisenmine, Eureka dafür. Schiffsbau, alle Landeinheiten können wassern. In nur 3 Runden. In 2 Runden hier, in 3 da, in 2 da. Perfekt. Da geht's hin. Ja! Und dann können wir wassern. Da können wir mit einem Siedler übersetzen. Noch können wir das nicht. Wir können in 7 Runden mit einem Siedler rüberziehen auf diese Insel. Deshalb ist sie bislang noch nicht besetzt. Die KI haben es denselben Tech Tree, Ramon, ganz genau. Ja, vorher können wir den Siedler eh noch nicht benutzen. Und jetzt haben wir noch bei den Regierungsformen. Wie lange dauert das? 6 Runden bis Drama und Lichtung. Mhm. Und 5 Runden bis zum Heiligen Städtenbezirk. Das ist wichtig, weil sonst hätten wir... Genau, wir lassen alles so, wie es ist. Das wird uns 2 Glaubenspunkte bringen. Haben wir noch immer Loyalitätsprobleme hier oben? Nein. Plus 17 hier oben. Cool. Ja. Das Loyalitätsprobleme waren von gestern. Alles gut. Ob ich in Bultopia schon den Handelsdistrikt platzieren kann, falls hier Eisen entsteht, würde ich gerne. Können wir machen. Ah, ja, Theater oder Handelsdistrikt. Also wenn wir sicher sind, dass wir den hier machen, dann müssen wir uns jetzt entscheiden. Ab 10 Bürgern kommt der nächste Platz. Ja, komm, wir machen das.
Aber wir müssen uns sicher sein, dass uns das Handelszentrum wichtiger erscheint als die Kultur und den Theaterplatz. Falls das so wäre, könnte man den Theaterplatz auch später erforschen und erstmal das hier machen und so. Wäre eigentlich egal. Ein weiterer Gouverneurstitel und aber zu den Allianzen will ich ja schnell hin. Wie kommt man da hin? Direkt. 10 Runden, 10 Bürger. Da warten wir ab auf das Eureka. Theaterplatz oder Handelsdistrikt? Was ist euch wichtiger? Was sollen wir hier machen? Was ist der nächste Bezirk, den wir hier vor Ort bauen? Nach dem Audienzsaal. Handel oder Theater? Ich sag mal kurz, was wofür wichtig ist. Der Theaterplatz, damit wir in der Forschung vorankommen. In der kulturellen Forschung, da hinken wir weit zurück, wie ihr hier seht. Wir sind die Kulturschwächsten überhaupt. Für den Handelsdistrikt spricht einzig und alleine. Also fast einzig und allein. Also weitgehend. Dass wir da große Händlerpunkte mit generieren und die brauchen wir später für Kooperationen. Machen den Theaterplatz. Es gibt ein kleines Restrisiko, denn ihr sagt das mit großer Mehrheit auch, denn da müsst ihr aber nachher mitziehen und nicht schimpfen. Nicht von wegen WB, wir haben es ja gesagt. Also da müsst ihr auch hinter mir stehen. Es gibt ein kleines Restrisiko, das sind 2 Runden ausgerechnet hier eine Eisenressource spawnt. Dann könnten wir den Handelsdistrikt nicht mehr draufsetzen. Ja? Ganz, ganz kleines Risiko. Mini-Risiko. Und wir würden aber gleich hier vorne den Theaterplatz hinsetzen. Alles klar? Also hier hätten wir 4 Gold mehr. Falls unsere Schiffe auf Barbaren stoßen, können sie sich damit besser verteidigen. Ich denke mal, wir nehmen die 4 Gold. Das ist nur für wenige Runden. 6 Runden ist schon Wechsel. Den Siedler, den bauen wir vorher eh nicht. Die Stadtmauern bauen wir im Augenblick auch nicht. Alles klar? Ja? Ich denke ja. Habe ich irgendwas übersehen? Das würde uns 2 Glaubenspunkte bringen. 2 Prophetenpunkte. Wissenschaftlerpunkte, Generalspunkte. Ich würde das so machen. Nein, Dr. Perversikles hat Bathieu den Krieg erklärt. Die Griechen und die Vietnamesen im Krieg. Wir brauchen uns dringend einen Späher, um weitere Stadtstaaten kennenzulernen, schon seit Ewigkeiten. Wenn der schnell ginge, 2 Runden, ziehen wir den sogar vor. Weil, das haben wir seit Ewigkeiten nicht gemacht, den könnten wir auch hier vorziehen. Ja, 2 Runden. Wir schicken sogar 2 los. Einen da oben, einen da unten. Die kosten keinen Unterhalt. Wir machen sogar 3. Um Stadtstaaten kennenzulernen. Richtung Westen. Okay? Offene Grenzen haben wir, glaube ich, sowieso. Und die kosten auch keinen Goldunterhalt. Das kann man also machen. Eine Runde weiter. Ob ich auf eine Seite gezwungen werden kann? Nein. Cäsar, nicht. Also wenn wir eine Militärallianz hätten, dann gäbe es vielleicht Probleme. Es kann sein, dass sie uns gleich anschleimen und sagen, hey, ich gebe dir Geld und du schlägst für mich meine Feinde tot, aber... Willkommen bei Weltkongress. Wir haben 0 Gunst. Also, wir wollen zwar wahrscheinlich einen Kultursieg machen, aber wir haben uns noch nicht hundertprozentig entschieden. Wir sagen eventuell auch einen Diplomatie-Sieg. Deshalb gehen wir mal, überlegen wir uns auch, wie könnte die KI abstimmen, erfahrungsgemäß. Wenn wir auf deren Seite mit abstimmen, bekommen wir Diplomatie-Punkte. Nach meiner Erinnerung stimmen die eher für die erste Variante und stimmen hier entweder für Nah- oder für Fernkampf in der Regel. Also für Nahkampfeinheiten oder für Fernkampf. Ja?
sagen wir mal, sehr viele Diplomatiepunkte hat der Adam Dr. Perversicles und hat Bulmus Teddy Roosevelt. Perikles hat sehr starke Nahkampfeinheiten. Das könnte sein, die Hopliten. Das könnte sein, dass er ganz massiv für seine Hopliten ist. Und da vielleicht sogar Diplomatiepunkte reinsteckt, während das vielleicht, er ist auch im Krieg, während das dem Bulmus Teddy eventuell egal sein kann. Ich frage mich, was das an, das ist unser Groll dem gegenüber, weil er gerade der Bathieu, mit der wir befreundet sind, den Krieg erklärt haben. Was meint ihr? Stimmen wir für Nahkampf oder Fernkampf? Was meint ihr? Wünscht euch was?